herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dark Parables Rapunzels Gesang. Wir spielen weiter und wir wurden von der Prinzessin gewarnt, von der Prinzessin Rapunzel. Und mal gucken, was sich damit auf sich hat. Ein Türkis-Medaillon wird zusammengestellt. Was hätten wir damit auch? So, das zweite Medaillon müsste das sein, oder? Mal gucken. Gut, was ist hier? Der Engel vermisst sein Instrument. Wir haben aber noch kein Instrument. Eine Blüte. Oh. Okay. Und hier fehlt uns ein Schlüssel. Sonst ist hier vorerst nicht, soweit ich sehe. Das haben wir schon gelesen. Gehen wir mal kurz nochmal zurück. Das können wir immer noch nicht öffnen und das ebenfalls auch nicht. Oben kommen wir immer noch nicht hören. Achso. Prinzessin Rapunzel von Floralia. Ihre bezaubernde Stimme wärmt jedes Herz und jede Seele. Okay. Das gute Stück fehlt uns dann noch. Scheinbar ist hier sonst erstmal nichts anderes. Außer das da, was ich übersehen habe. Und dann können wir das auch direkt hier einsetzen. Alles klar. Genau, das kommt da rein und das andere kommt dann hier rein. So können wir die Zugbrücke nach unten. Oder auch nicht, weil so leicht. Oder? Doch. Ich dachte, jetzt kommt wieder so ein Rätsel. Ja, ja. Damit sind wir unten gelandet und nicht gerade sehr erfolgreich weit gekommen. Dies nehmen wir schon mal mit und da haben wir nochmal das zweite Rapunzel-Parabel. Deutsch ist heute auch wieder auf der Höhe, also genau. Gut, okay, die Giganten haben sich in einen Mann verwandelt. Alles klar. Es wird der Fahrt zum Turm. Offenbar hat jede Maid ein Blümchen im Haar. Okay, wir brauchen scheinbar eine Rose und das da. Ich weiß nicht, welche Blume das ist. Gut. Da müssen wir nochmal.
weiter. Who are you? Have you been following us? No! Wait, Prince Ross! I know this person! Hello, Detective. Ein Rotkäppchen. Stay here. I'm going to investigate the area. It's so good to see you after all this time, Detective. Do you remember? It's me, Gerda. Nee. It's been almost 10 years. You saved me from the Snow Queen. I'll never forget it. Müsste der zweite Teil von Dark Arrival, glaube ich, gewesen sein. Lol. My village was attacked by the pollen as well. When I met Prince Ross, he said he knew its source and needed my help. Krass. Okay. Eine gefährliche, fleischfressende Pflanze, die sich von lebender Beute ernährt. Während Sonne und Wärme sie verwelken lassen, gedeiht sie an dunklen, kalten Orten. Dann wieder die Prinzessin des Rapunzel. Das ist die Schneekönigin, alias Schneewittchen. Und den Rest habe ich keine Ahnung. Ich muss mich kurz entfernen und gucken, was da runter liegt. Gut. Froschkönig, Figur. Gut, dann finden wir die. Ja, sind wir wieder der Kerle begegnet aus Dark Parables, der Fluch der Schneekönigin, glaube ich. Das war, glaube ich, Teil 2 oder 3. Bin ich mir gerade nicht sicher. Zu finden auch auf meinem Kanal. Natürlich, wir haben alle gespielt bis jetzt. In chronologischer Reihenfolge. Ja, ich finde es immer klasse, dass die immer Bezug auf die anderen Teile nehmen, die ja schon passiert sind. Und das finde ich immer echt cool. Gut, noch so ein grünes Dingsbums hier und nochmal so eine Art Armreif. Dann hätten wir das Emblem auch schon zusammen. Grünes Dingsbums ist da, aber das ist nicht das richtige grüne Dingsbums. Okay, es war ein bisschen größer als erwartet. Es fehlt nur noch das grüne Dingsbums. Ja, und dann. Gut getan, auf jeden Fall. Hat man kaum gesehen. Gut, das hätten wir damit auch. My village was attacked by the pollen as well. When I met Prince Ross, he said he knew its source and needed my help. Ohne die Macht seiner Patronen verwelkt und verkümmert das Urgefreu und hier fehlt ein Emblem. Oh, bin erschrocken. Hier könnte ein Kristall reinpassen. Drehe die Felder, bis die gleichen Abbildungen aneinander liegen.
einfach. Ciao. So. Können wir uns erstmal Ruhe hier umgucken, danke. Ist an der Statue irgendein Mechanismus wie das? Rapunzelparabel. Und Glas und Froschkönig. Mal unter uns. Jetzt laut Dark Parables war der Froschkönig ja eine richtige. Ja, ist auf jeden Fall bei den Frauen gut rumgekommen, ne? Bei den angeblichen Mächenprinzessinnen. Um es mal nett auszudrücken. Gut, hier waren wir schon, also gehen wir jetzt nach Lix. Okay, jetzt haben wir Dornige Ranken. Da springen wir einfach rüber. Gut, von einer bösen Fee verflucht, fiel sie in einen tiefen Schnummer. Also, Don Rüssing, okay. Von einer bösen Fee verflucht, fiel sie in einen tiefen Schnummer. Einem tapferen Prinzen gelang es, in der verwunschenen Schloss vorzudringen, doch sein Kuss war nicht ein Kuss der Liebe und Don Rüssing schlief regelos weiter. In der Hoffnung, im Laufe der Zeit den Fluch brechen zu können, schirmten die Feen den Fluch für 1000 Jahre ab. Doch dadurch unterdrückten sie auch die Kräfte, die in Don Rüssing schlummerten. Die Jahre und Jahrzehnte vergingen, Don Rüssing lag allein in ihrem Schloss von allen vergessen. Aber wir haben ja schon Don Rüssings Fluch gespielt und die war schon. Während die verfluchte Prinzessin in tiefem Schlummer lag, wuchsen die Dornranken um sie herum und beschützten sie. Zittern die so, haben die einen elektrischen Anfall? Ah, ich habe keine Ahnung. Das hat auf jeden Fall was mit den Knüpfenfaden zu tun, aber ich habe keine Ahnung. Das war kein Zufall, nein, bloß, das war bloß kein Zufall, das war reines Können. Mal schnell weiter. Nebenan scheint eine Beziehung zu geben. Der Segen der Göttin Flora schenkt mir ewiges Leben, doch durch meinen langen Schlaf bin ich etwas orientierungslos. Vielleicht finde ich dennoch eine sinnvolle Beschäftigung und kann die Macht, die sie mir verlieh, nutzen. Rotkäppchen. Gibt
Gibt es hier eigentlich diese Chamäleon-Objekte wieder? Aber bis jetzt habe ich keins gesehen. So, und ich würde sagen, bevor wir jetzt da reingehen, beende ich hier die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge.